zu einer weiteren Folge ETS 2. In der letzten Folge haben wir am Ende noch getankt. Es waren nun knapp 1000 Euro. Es waren 720 Liter. Ne, mehr. 780 Liter waren es sogar. Fast 1000 Euro. Und jetzt hole ich eine Fracht ab, die dorthin geht, wo wir letzte Folge herkamen. Und zwar aus Reims. Aber diesmal scheinbar aus der Stadt, weil die ist bloß 160 Kilometer lang. Freut mich aber, weil das eigentlich eine schöne Strecke ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also Reims, also Paris, Reims oder was weiß ich, Paris, Lille oder Ligue, das geht alles, das fährt sich alles ganz gut. Hier würde es ja lang gehen nach Ligue, auf die Strecke, wenn ich weiterfahren würde, mache ich ja nicht, weil ich will ja nach Reims. Ich weiß gar nicht, ob man hier, ja hier könnte man eigentlich gleich auch. Ich habe nichts gedrückt, was die Sicht ändert, aber es ändert die Sicht. Sehr genial, muss ich mal ehrlich sagen. So, und zwar auf Frachtmarkt, wir transportieren Traktoren nach Reims. Genau. Bitte sagt ihr, ja, natürlich stehen sie so beschissen wie immer. Ja. Entschuldigung, beschissen sagt man nicht, bescheiden. Ach nee, die gehen. Wenn hier eine stehen würde, würde es gehen. Ach Mann, könnt ihr das nicht mehr vernünftig stellen, diese blöde Fracht. Es dauert immer so ewig anzukoppeln. Los. So, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Siegbert. Genau. Genau. Ankommen. Aufliegerstützfüße einfahren und ja, es heben. Oh, das schickt mich sogar gleich so. Nicht durch die Stadt. Dachte mir schon, dass man dort gleich auf der Autobahn nach Richtung Reims fahren könnte. So. Wir geben wieder ordentlich Gas. Unser LKW hat leider durch die letzte Folge 5% Schaden erhalten. Gerade nochmal dann die letzte Einbiegung zu unserer Garage. Sehr, sehr geil. Naja, kann ich nicht ändern, ist halt so Pech gehabt. Aber wir sind so arm dran, wir können uns das nicht leisten zu reparieren. Ich glaube, es wird vielleicht 3.000, 4.000 kosten, ist jetzt nicht so schlimm. Deswegen machen wir jetzt kurz die Fahrt, die uns wie viel einbringt? 5.500. Ah, da können wir uns das gerade so leisten. Aber bis dahin wird bestimmt der Kredit abgebucht. Ach nee, da habe ich noch 10 Stunden Zeit. Und ich fahre vielleicht eine Stunde. 140 Kilometer könnte auch sein, dass ich in einer Stunde da bin. 3.20 Uhr. Ich sage mal, wenn es nicht unbedingt ein Steinbruch oder was ist, 3.30 Uhr ist realistisch. Gut, aber ich sagen, gib ihm aber erstmal Abblendlicht. Und dann wieder fast 400 Euro von George. Sehr, sehr schön. Ich brauche unbedingt Geld. Ich habe jetzt 45 Stauern wieder auf der Kante. Gleich sind es 50, das ist auch gut. Will mir vielleicht die Ella oder der Paul mal wieder was geben? Der Paul hat jetzt die letzten Folgen nicht, auf, nicht mehr gegeben. Verstehe ich gar nicht. Arbeitet er nicht mehr für uns oder was? Oder macht er gerade eine Riesentour? 2000 Kilometer. Und bringt uns dann mal 50.000 nach Hause. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Ich wollte gerade die mittlere Spur ziehen, aber dann wollte er rüberziehen. Da fand ich das nicht mehr so gut, die Idee. So, ich fahre dann sogar mal nach, weil ich muss dann die nächste raus. Und jetzt kann ich schon wieder abbremsen, weil ich schon 160 fahre. So, ich biege ab. Okay. So. Hier sind 40 erlaubt. Wow. Ich kenne andere Abfahrten. Ich fahre jetzt über 70 und schaffe die Kurve. Ich kenne andere Abfahrten, da sind 90 erlaubt. Die schafft sie nicht mal mit 60. Also manchmal vielleicht in der Streckenführung überlegen, ist so ein schönes Wort. Da denkt man nach mit dem Teil dort oben im Kopf drinnen. Ich weiß, es besitzen manche nie, aber macht nichts. Ich bin halt wieder auf Krawall gewürstet, ich merke das schon. Naja, soll mich nicht weiter interessieren. Hier schon wieder so eine hässliche Mautstelle. Gefällt mir nicht. Dann wäre ich lieber andersrum gefahren, da habe ich keinen erwischt. Aber jetzt habe ich sie nochmal. Ich wusste, dass ich wieder 2 cm vorstehen bleibe. Nochmal 2. Ah! Geschafft. Oh, der will abhauen. Der will abhauen. Das fällt aus. Das lasse ich nicht entgehen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Er hat gerade die Tasten, weil ich den Tempomat einstelle. WTF, wo ist der schon vorne? Müssen wir ihm richtig Gas geben. Okay, 100, 110. Leider wiegt die Fracht, glaube ich, 12 Tonnen, 11 Tonnen, 11 Tonnen. Würde sie nicht wiegen, wäre ich noch schneller. Logische Schlussfolgerung nennt man sowas. Oh, ich schaffe die Kurve kaum mit 140. Wie soll ich das dann mit über 180 schaffen?
gar nicht. Ich weiß gar nicht, was fahren würde hier nach der Mordstelle. Und die haben schon einen. Nice. 150 und gleich bauen. So. Jetzt habe ich es dir aber gezeigt. Der blöde LKW hier, der zieht ja durch. Es geht gar nicht. Und nur noch 60 Kilometer bis Reims. Auch sehr schön. Und wieder der Tempomat 150, das ist so eine schöne Geschwindigkeit. Ach, und schon wieder eine Mautstelle, das ist nicht so schön. Kostet immer so viel Geld, wenn es überhaupt Geld kostet. Alles über 1,50 ist zu teuer, wenn wir ihn leisten. Und es fängt wieder an draußen zu schütten. Geil. Und wir haben es Mitte Dezember. Es ist fast 10 Grad plus draußen. Muss man sowas verstehen? Ich weiß ja nicht, aber scheinbar schon. Mein Gott. Womit habe ich das verdient? Gar nicht, wie es. Ich weiß. So, da von hinten kommt nichts. Sehr, sehr schön. Jetzt geht's nach Reims und Metz. Aber wir haben es bloß noch 44 Kilometer. Ich mache mal auf Blinklicht an, weil das unbedingt sein muss. Genau, das muss sein. Ja, das muss sein. Verstehe ich auch, dass das sein muss. Ich laber schon wieder so einen Stuss. Ich durfte mir gar nicht selbst zuhören. Darauf bin ich, glaube ich, schlecht. Naja. Noch habe ich nicht ins Mikro gekotzt, also kann es gut sein. Ich dachte gerade, jetzt drüber. Ey, ich habe schon wieder Panikattacken hier. Ist mir irgendjemand in den LKW fährt. Wo ich wahrscheinlich eher selbst schrotte. Oh nein, sag nicht, es geht in einen Steinbruch. Sieht schon wieder so verdächtig dann aus. Warum ist der rübergezogen? Ich habe immer noch 0% Schaden, Gott sei Dank. Aber warum zieht er wieder rüber? Ich verstehe das nie. Wenn ich auf der Spur komme und hier ist keine Autobahn, das heißt, ich kann fahren, wo ich will, dann bleib gewöhnlich auf deiner Spur. Und du gerade, oh, großer Promi. Aber es ist ja noch ein bisschen Platz bis zur Abfahrt. Hier das beste Beispiel für eine Abfahrt, wo man 90 fahren darf. Ich wirklich kippen. Wahrscheinlich eher nur mit 50 schaffe. Ich habe nichts gesagt. Und dann in so eine Ausfahrt. Wo du schon über 5 Spuren gehen musst, weil es gar nicht anders geht. Verstehe ich nicht. Warum macht man so eine Scheiße? Ach mein Gott, ich reg mich wieder über alles auf. Ist aber auch richtig so. Sowas muss in der Gesellschaft aufgedeckt werden. Und gerade unter ETS. So. Wir haben jetzt noch 7 Kilometer. Das ist sehr, sehr schön. Und wieder mal ein... Ich fahr vorbei. Ich fahr... Alles klar. So, wenn es nicht kommt, geht's. Einkommen 1800 Euro für Paul. Ich red Mitte, Anfang der Folge noch mit Paul. Er bringt mir seit Folgen Geschmack und dann 2000 Euro. Knallt er mir so auf den Tisch. Es geht doch gar nicht. Er hat mich gehört. Obwohl er wahrscheinlich 1000 Kilometer weg ist. Obwohl, am Ende ist er gerade in Paris. Weiß man's? Das könnte sehr seltsam sein. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Viel Spaß!